Herr Dieterich, Sie arbeiten für die Ulm, Neu-Ulm Touristik GmbH. Sie haben eine Marktanalyse durchführen lassen und zwar mit Studierenden der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. Das waren also Studentinnen hauptsächlich des Studienganges Gesundheits- und Tourismusmanagement. Welche Erwartungen hatten Sie denn an diese Studie? Also wir hatten die Erwartung, dass wir einfach mal unsere Marketingmaßnahmen kritisch unter die Lupe nehmen lassen, indem wir die Gäste befragen lassen, wie sehen sie eigentlich unsere Stärken, unsere Schwächen, wie können wir unser Marketing vielleicht dann umstellen und darauf reagieren, auf diese Ergebnisse, weil wir wissen, es ist normalerweise wie eine Blackbox, man macht eigentlich Marketingmaßnahmen, man weiß aber nicht, kommt es überhaupt so draußen an, wird es so wahrgenommen. Und wir wollten einfach abtesten, ob das, was die Stadt Ulm offiziell propagiert, aber auch wir als Tourismuseinrichtung, auch tatsächlich so außen ankommt und dann auch so wiedergespiegelt wird. Und ich glaube, das war ein ganz gutes Ergebnis. Haben Sie Ihre Erwartungen erfüllt? Im Großen und Ganzen haben Sie die Erwartungen erfüllt. Waren jetzt keine großen Überraschungen für mich mit dabei. Es gibt natürlich Schwachpunkte, die verschiedene Abteilungen auch bei der Stadt Ulm betreffen, die ich dann auch weiterleiten werde, jetzt so die Erkenntnisse. Wir haben wirklich auf das Thema Image gesetzt und die Angebote abgeklopft, was bekannt ist, was nicht bekannt ist, weil die sonstigen Befragungen gehen eigentlich immer auf diese soziodemografischen Faktoren und diese ökonomischen Fragestellungen. Die haben uns jetzt aber weniger interessiert, sondern wir wollten einfach jetzt das Image bestätigt wissen oder das, was wir eben ins Schaufenster reinstellen, dass das auch wahrgenommen wird. Würden Sie diesen Studierenden jetzt auch einen Folgeauftrag erteilen? Könnte ich mir durchaus vorstellen, ja. Wenn es die Zeit zulässt oder den Vorlesungsplan nicht sprengt, könnte man das wieder machen, weil die haben jetzt ja auch doch einiges an Ortskenntnis und Erfahrung dazu gewonnen. Und da könnte man also eine ganz andere Geschichte aufsetzen. Wir hatten ja heute einige Zuhörer auch dabei, die auch interessiert waren und vielleicht jetzt auch auf die Hochschule zugehen und sagen, oh, wir hätten ein interessantes Thema für euch. Vielleicht nicht nur rein touristisch, sondern eben auch in einem anderen Bereich vom Marketing. Zum Image von Ulm, auch hier ein klares Ergebnis. 65 Personen sagten sehr und 64 Personen teilweise. Somit ist das kulturelle Angebot in jedem Fall wichtig für die Stadt Ulm. Sie haben es jetzt hinter sich, die Präsentation ist vorbei. Wie war es denn? Waren Sie nervös? Ja, schon ein bisschen am Anfang vor allem, aber dann hat sich's gelegt. Ich bin jetzt auch erst ziemlich am Ende dran gekommen, deswegen war dann die Nervosität schon ein bisschen weiter unten. Aber jetzt bin ich froh, dass es vorbei ist. Haben Sie sich denn der Aufgabe insgesamt gewachsen gefühlt? Also am Anfang hatten wir es, glaube ich, ganz alle etwas unterschätzt. Also wir haben uns das am Anfang alle etwas einfach vorgestellt und sind jetzt aber wirklich sehr zuversichtlich, dass wir das in Zukunft wirklich meistern können, so ein Projekt. Und zwar unser erstes großes Projekt. Und daher, es gab schon verschiedene Situationen, wo wirklich anspruchsvoll waren. Da sind wir jetzt doch umso stolzer, dass jetzt alles so gut geklappt hat. Hat es denn Spaß gemacht insgesamt? Ja, also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich denke, dass man an sowas auch wächst und dann sich eben auch ja, mehr in Zukunft an solchen Herausforderungen auch gewachsen fühlt. Und auch ich denke einfach, dass sich auch gezeigt hat im Team, dass das einfach einen Zusammenhalt ergibt und man einfach dann zusammen auch ein gutes Ergebnis hinbekommen kann. Jetzt ist ja das Projekt zu Ende, Sie haben präsentiert. Würden Sie jetzt im Nachhinein irgendwas anders machen? Ja, vielleicht ein bisschen Zeitmanagement hat manchmal nicht so ganz geklappt. Also gegen Ende, wo es dann ein bisschen klappt mit der Zeit. Vielleicht das ein bisschen anders gestalten. Ja, aber sonst ist eigentlich alles ganz gut gelaufen. Aber fürs erste Projekt, das wir gemacht haben, ja, kann man eigentlich schon stolz sein. Ja. Wir sehen, das größte Interesse gibt es hier an Konzerten und Events mit ca. 2/3 der Befragten. Frau Gerfers, was hat Sie motiviert, dieses Projekt mit den Studierenden durchzuführen? Wie kam es denn dazu? Tourismus ist einerseits sehr wichtig, dass man sich regional gut vernetzt. Deswegen war es mir wichtig, dass die Studierenden das so erleben, da sich auch selber vernetzen können, auch mit Blick auf ihr Praxissemester. Andererseits ist der Tourismus ja eine sehr dynamische Branche und innovatives und kreatives Arbeiten ist sehr wichtig. Und das Projekt bot auch diese Gelegenheit, fand ich. Was haben Sie sich denn für einen Nutzen für die Studierenden erwartet? Erstens ging es mir darum, dass sie erleben, wie die Theorie sich in die Praxis transferieren lässt, wie wichtig Marketing wirklich ist für die Unternehmen,
für die Destinationen. Dann war es eine sehr gute Gelegenheit, mal eine konkrete Fragestellung zu bearbeiten, die Ihnen dann in Ihrer Berufspraxis auch wirklich sehr oft begegnet. Also man wird sich immer fragen, wie wirken wir als Destination eigentlich nach außen? Drittens, und das fand ich auch ganz wichtig, konnten Sie viele Impulse erhalten, zusätzliche Motivation, mal wirklich im Team was Tolles auf die Beine zu stellen. Und Sie, sind Sie mit den Ergebnissen zufrieden? Ja, also ich finde, die Studierenden haben wirklich was Beachtliches geleistet. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass was wir heute sehen, die Präsentation, dass das ja nur ein Teil ist. Die Studierenden fertigen auch noch eine wissenschaftliche Ausarbeitung an und das zum ersten Mal im Studium. Also da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass sie das so toll hingekriegt haben.